Hallo ihr Lieben, heute gibt es ein Pinselvideo. Ich wurde jetzt im Laufe meiner YouTube-Karriere mehrmals angeschrieben, sowohl in den Kommentaren als auch so persönliche Nachrichten, also E-Mails, ob ich nicht nochmal die Pinsel erklären könnte, weil einige Zuschauerinnen doch so ein bisschen überfordert sind, wofür welche Pinsel sind und welche Qualität, welche Pinselhaare für welches Produkt. Und ich habe zwar schon mal ein Pinselvideo gemacht, aber das ist schon sehr lange her. Und ich dachte mir, gut, dann mache ich nochmal ein neues Pinselvideo und erkläre detailliert, wofür welcher Pinsel da ist. Beginnen wir jetzt mal ganz, ganz easy, einfach. Also ich sage jetzt nicht, wie viel Pinsel jeder haben muss. Also man kann 2 Pinsel haben, man kann 30 Pinsel haben, man kann 300 Pinsel haben. Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich möchte lediglich mal erklären, die wichtigsten Pinsel, die wir für unser Make-up brauchen. Fangen wir an mit einer Augenbrauenspirale. Diese, wie halte ich denn das am besten? So, ich halte das am besten jetzt so in die Kamera, dass ihr das gut sehen könnt. Dieses Spiralbürstchen ist also dafür gedacht, um die Augenbrauen schön in Form zu bürsten. Ihr könnt ihr erstmal nach unten bürsten, ein bisschen Volumen rein zu bekommen und dann nach oben bürsten. Also so ein Augenbrauenbürstchen. Dieses ist hier von Douglas, gibt es wahrscheinlich von allen möglichen Kosmetikfirmen. Dann für die Augenbrauen. Für die Augenbrauen, um die Augenbrauen zu stylen, gibt es ja diese Eyebrow Styler. Wir reden ja jetzt nicht von Farbe oder Stiften, sondern das ist ein Eyebrow Pencil. Der hat relativ festes Haar. Der ist so angeschrägt oder abgeschrägt. Und mit diesem Eyebrow Pencil geht ihr in einen Puderlidschatten oder in ein cremiges Produkt und könnt dann schön die Augenbrauen damit nachziehen. Von der Firma, das ist ein Eyebrow Brush, speziell von der Firma Essence. Da gibt es auch so ein Gel dazu. Ist auch nochmal eine sehr schöne Limited Edition, die ist ziemlich hübsch gemacht. Also ihr seht, das ist ein Synthetika, so ein kurzer, ganz fest gebundener, schräger Pinsel. So, logisch bei den Augen, der Lidstrich. Man kann den Lidstrich also mit einem Kajalstrich ziehen, man kann den Lidstrich mit einem Filzstift ziehen, dann gibt es ja auch diesen Eyeliner mit diesen Pinselchen. Oder aber man kann auch einen Lidstrich mit einem Lid, also das nennt sich speziell zum Beispiel ultrafein Eyeliner oder normal für einen Eyeliner. Das ist zum Beispiel, die beiden sind von Bobbi Brown. Einmal den ultrafein und einmal einen etwas größeren. Da kann man also sich einen etwas kompakteren Lidstrich ziehen. Damit geht ihr in ein Produkt, meistens ein cremiges. Also Bobbi Brown zum Beispiel hat lauter cremige Produkte für den Lidstrich. Deshalb ist das auch Synthetika. Macht sich wunderbar, gerade wenn man jetzt nicht so sicher ist. Mit so einem Pencil muss man doch sehr, sehr präzise und genau arbeiten. Und das geht einfach auf einem jungen Lid, auf einem jungen Augenlid, auf einem glatten, straffen Augenlid, besser als auf einem faltigen Augenlid. Wir müssen es ja doch ein bisschen straff ziehen und da eignet sich wunderbar so ein Eyeliner-Pencil. So, dann haben wir bei den Augen. Nee, ich habe das sortiert. Das ist zum Beispiel ein Concealer-Pinsel. Wenn ihr Concealer benutzt, ich bin ja die Damen, die mich kennen, ich benutze in meinen Tutorials nie einen Concealer, das werdet ihr schon festgestellt haben. Gut, ich habe jetzt auch das Glück, dass ich keine Augenränder habe, aber die Damen, die sie haben, das ist so ein zweischneidiges Schwert mit dem Concealer. Natürlich ist ein Concealer eine wunderbare Erfindung und das hält wahnsinnig die Augenpartie auf, aber wenn ihr einen Concealer wirklich benutzt, dann bitte tragt Augencreme drunter auf, es schön die Haut versorgen und nehmt eine leichte Textur, eine helle Textur, also nicht so eine cremige, feste, kompakte, auch nicht so eine gelbstichige, und bitte nicht abpudern. Also ich sehe das immer wieder mit diesen Pudern. Es gibt ja, ne, mit diesem Setten und Pudern und Fixieren und ja klar, in dem Moment sieht das super aus, aber ihr geht ja raus, ihr seid ja unterwegs, ihr sitzt ja dann jetzt nicht eine Stunde unbeweglich da und das war's und schminkt euch wieder ab, sondern ihr seid ja im Leben.
Diese Puderpartikelchen, die kriechen eben in die Fältchen rein, die ihr abgedeckt habt. Und dann sieht das nach ein paar Stunden eben nicht so toll aus. Also man kann den Concealer entweder mit den Fingern aufgeben, man kann den Concealer mit einem Beautyblender aufgeben, man kann ihn auch mit einem Schwämmchen aufgeben oder oft ist ja auch an diesem Concealer-Patron so ein Applikator mit dran oder wie hier zum Beispiel auch von Bobbi Brown ein spezieller Concealer-Pinsel. Und da es ein cremiges, flüssiges Produkt ist, auch hier Synthetica. Jetzt habe ich hier drei meiner Lieblingspinsel. Das sind Foundation-Pinsel. Also logisch, um ein flüssiges Make-up aufzutragen. Ich bin kein Fan von dem Beauty Blender, obwohl es eine wahnsinnige Erfolgsstory dieses Schwammes ist. Das ist unfassbar. Logisch. Klar, die jungen Mädchen sind begeistert. Ich finde, wie gesagt, aus hygienischen Gründen diesen Beauty Blender, für mich kommt der nicht in die Tüte, weil, wie gesagt, Schmutzteig, Staub und Schweiß und Creme und Make-up-Partikelchen, alles sammelt sich in diesem Schwamm und der ist äußerst schwierig zu reinigen, selbst beim ersten Mal. Ich habe den nach dem ersten Mal schon nicht mehr sauber bekommen und ich habe mir gedacht, also wenn ich dann immer wieder mit diesem Schwamm, den ich nicht richtig sauber bekomme, über meine Haut gehe. Genauso, wenn ihr eure Haut mit einem Handtuch abtrocknet. Also wenn ihr ein Handtuch benutzt, dann bitte jeden Tag ein neues. Besonders, wenn ihr etwas unreine Haut habt. Ansonsten Luft trocknen lassen oder einfach einen Kleenex benutzen. Weil, ne? So, also ich sehe das, wie gesagt, sehr oft, dass eine unreine Haut dann eben schön mit einer Foundation abgedeckt wird und alles schön mit diesem Beauty Blender abgetupft wird und diese ganzen... Also wenn eine unreine Haut, wenn die so Pickelchen, das sind ja Bakterien, also man verteilt die ja praktisch immer wieder, im ganzen Gesicht immer wieder neu. Hinzu kommen die Puderreste oder Make-up-Reste. So, deshalb kommt für mich nur ein Pinsel in Frage. Dieser Pinsel ist auch von Bobbi Brown. Das ist ein flacher, das kann man auch schön, ist momentan nicht so mein Favorit. Ich bin gerade, man hat ja immer so zeitgemäß so Favoriten. Ich liebe diese beiden von Zoeva. Das sind zwei verschiedene Größen. Da kann man wunderbar eine flüssige Foundation mit auftragen. Und auch dann noch den Blush so ein bisschen verteilen, wenn man jetzt einen pudrigen Blush oder einen cremigen Blush, wenn ihr dann das Make-up fertig habt, das könnt ihr dann wunderbar nochmal schön die Übergänge verblenden damit. Auch Synthetica. Jetzt kommen wir zu den Augenlidern. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich habe hier einen Eyeshadow Pencil Synthetica. Der ist gedacht für cremige Produkte, das heißt für einen cremigen Lidschatten. Wenn ihr cremige Lidschatten auftragt, bitte keinen Naturhaarpinsel benutzen, das funktioniert nicht. Dann sammeln sich diese cremigen, flüssigen Reste in diesem Naturhaar, das kriegt ihr gar nicht richtig sauber und auch das Auftragen macht sich nicht besonders gut. Also für ein cremiges Produkt einen Synthetica-Pinsel und jetzt habe ich hier noch drei andere, das ist jetzt Naturhaar. Da haben wir einmal, keine Ahnung von wem der ist, das ist abgegriffen, ich weiß es nicht, ich glaube Dior oder so. Das ist Zoeva und das ist Bobbi Brown. Ich bevorzuge momentan den von Zoeva, weil der eine sehr schöne, der hat so eine flache Form. Da kann man gerade ein pudriges Produkt wunderbar mit auftupfen, weil ein pudriges Produkt, also hier kann man schlecht auftupfen, da kann man nur so reiben. Und wenn ihr ein pudriges Produkt so auf die Augen immer so, also so hin und her wischt, dann habt ihr meistens die Farbpigmente auf dem ganzen Gesicht. Deshalb macht sich der von Zoeva sehr gut. Da kann man wunderbar dieses pudrige Produkt, diesen Lidschatten, eigentlich aufdrücken auf das Lid. So, also nochmal. Cremige Produkte, ein Synthetica-Pinsel, pudrige Produkte, Naturhaarpinsel. Jetzt kommen wir zu den Verblender-Pinseln. Da habe ich jetzt hier vier Stück. Einmal den MAC 217, den Renner, den Vorzeigepinsel der Firma MAC. Das ist ein Verblender-Pinsel, der sehr schön die Übergänge eines Augen-Make-up verblendet. Und meine drei anderen Favoriten sind auch von der Firma Zoeva. Die sind in verschiedenen Größen. Ihr seht das, ein etwas kleinerer, ein mittlerer und ein etwas größerer. Der mittlere ist auch mein Favorit, weil der ziemlich fest schön gebunden ist. Der ist sehr, sehr locker gebunden. Da kann man dann so ganz leicht unter der Augenbraue mit lang entgehen. So,
Dann haben wir, also nochmal, ne, zum Verblenden, nur Naturhaarpinsel. Bitte benutzen keine Synthetik-Haarpinsel. Jetzt haben wir ja auch nochmal einen Synthetik-Haarpinsel. Das ist auch eine Limited Edition von der Firma Essence. Das ist ein Lippenpinsel. Wenn wir uns den Lippenstift mit einem Pinsel auftragen möchten, es geht natürlich viel genauer, dass man so mit dem Lippenstift so über die Lippen malt. Man kann sich also, wie gesagt, den Lippenstift so ein bisschen Farbe auf einen Spatel geben und dann mit diesem Pinsel auf dem, also die Farbe von dem Spatel abnehmen und sich sehr schön präzise die Lippen umranden. Das ist besonders empfehlenswert, wenn wir einen dunklen Lippenstift auftragen wollen. So, und jetzt habe ich hier noch einen. Der ist nicht unbedingt, muss man nicht unbedingt haben. Das ist so ein Fächerpinsel, der ist sehr schön, auch aus Naturhaarborsten. Da kann man sehr schön präzise sich mit einem Highlighter aufgeben. Und das andere hier, die drei, die sind auch Naturhaarpinsel, das sind Puderpinsel bzw. Rougepinsel oder auch Bronzer. Das ist mein Bronzerpinsel, der ist ziemlich. Das ist mein Lieblingspinsel, habe ich schon am längsten. Er ist schon ziemlich abgenudelt, seht ihr das? Damit gebe ich den Bronzer auf. Und das sind zwei in verschiedenen Größen. Das sind so, also für ein Puderrouge. Ich würde jetzt nicht, also für ein cremiges Rouge könnt ihr, wenn ihr ein cremiges Rouge auftragt, könnt ihr das sehr schön mit den Fingern einklopfen. Oder ihr geht dann nochmal mit einem Foundation-Pinsel darüber und verteilt die Übergänge. Oder was auch sehr schön ist, gibt es von der Firma auch Bobbi Brown. Das ist, der nennt sich Coverage. Coverage Face. Das ist ein Synthetiker. Es ist ein ganz, ganz toller, festgebundener Synthetiker-Pinsel. Damit kann man sehr schön ein cremiges Rouge einarbeiten. So, Pinsel benutzen ist die eine Sache, Pinsel reinigen die andere. Ich empfehle, die Pinsel von cremigen Produkten täglich zu reinigen. Also wenn ihr einen Foundation-Pinsel habt, bitte nach der Benutzung reinigen. Und zwar nehmt ihr dafür, ich habe hier speziell eine ganz einfache Pinselseife. Ihr könnt auch eine normale Babyseife oder Kernseife benutzen. Ihr geht also mit einem angefeuchteten Pinsel, geht ihr in die Seife, schäumt das ein bisschen auf, gibt es in die Handfläche, drückt diese Foundation aus, geht unter den Wasserhahn, aber versucht bitte nicht jetzt über den Stiel mit dem, also dass ihr das ganze, den ganzen Pinsel unter den Hahn haltet, weil wenn hier Wasser reinkommt, dann kann euch der Pinsel schimmeln, weil das ist ja Holz. Also mehrmals, bis das schön sauber ist, dann drückt ihr das aus und legt das nicht aufstellen, weil dann kann das Wasser auch hier in diesen Pinselschaft laufen und wie gesagt, der Pinsel fault euch. Legt ihn einfach so über eine Tischkante zum Trocknen. So, das würde ich wirklich jedes Mal, nach jeder Anwendung, sei es jetzt ein cremiger Lidschatten oder eine Foundation oder ein cremiges Rouge, den Pinsel täglich reinigen, also, wenn ihr benutzt, ne, nach Benutzen reinigen. Und diese anderen Pinsel, also diese Naturhaarpinsel, wenn ihr jetzt, ich demonstriere euch jetzt mal, das empfiehlt sich natürlich auch wöchentlich, die zu waschen, aber für die schnelle Expressreinigung, also ich reinige meine Pinsel immer nach jedem Benutzen, ob jetzt bei mir oder bei anderen, immer, ich reinige ihn immer. Also ich gebe jetzt mal hier ein bisschen Rouge auf, so, dass ihr seht, ne, hier ist jetzt Rouge drauf, der ist jetzt schmutzig. So. Man hat natürlich vielleicht auch nicht immer die Zeit, aber man muss auch jetzt einen Echthaarpinsel nicht täglich unter den Wasserhahn halten. Solltet ihr eh nicht unter den Wasserhahn. Es gibt diese tollen Pinselreiniger. Ihr nehmt einen Pinselreiniger, sprüht den auf, den Pinsel auf, dann nehmt ihr einen Kleenex und dann wischt ihr. Guckt mal. Und schwuppdiwupp ist der Pinsel sauber. Und sagt mal ehrlich, das sind 3 Sekunden oder lass es 5 Sekunden sein und ihr habt einen sauberen Pinsel. Was ich auch empfehle, wir haben hier überall Staub, auch in einer Wohnung, logisch. Ob jetzt im Bad oder im Schlafzimmer, ich weiß noch nicht, wo ihr eure Produkte aufbewahrt, also eure Utensilien auch.
Natürlich sieht es schön aus, wenn man das alles in so ein Ding stellt. Ich habe hier einen Pinsel drin. In ein Gefäß stellt. Ich sehe das oft, dass von Ikea diese Töpfe gerne benutzt werden, entstehen dann da zig Pinsel drin. Sieht sehr dekorativ aus, aber die Pinsel stauben euch ein, weil der Staub setzt sich auf diese feinen Pinselhaare da nieder und ihr nehmt den Pinsel und gebt euch das Produkt samt Staub schön auf die Haut und wundert euch, wieso habe ich eigentlich so eine unreine Haut. Was ich empfehle, verschließt die Pinsel, stellt entweder dieses Gefäß in ein Schränkchen oder in eine Schublade, die gereinigten Pinsel. Oder was eben auch sehr schön ist, das sind diese Mappen hier. Also das ist jetzt speziell von Bobbi Brown. Das sind so Pinsel. Also da kann man natürlich die Pinsel toll reinmachen. Ne? Und dann sind die super. Also dann kann kein Staub reinkommen. Dann habt ihr die Gewissheit, dass ihr immer mit einem sauberen Pinsel arbeitet. Das ist meine Empfehlung. Ich würde die Pinsel, wenn ihr jetzt nicht so ein Täschchen habt oder bekommt oder haben wollt, ich würde die Pinsel nicht frei so im Raum rumstehen lassen, egal in welchem Raum, weil überall setzt sich Staub ab. Und ihr habt, wie gesagt, den Staub auf den Pinselhaaren und gebt euch diesen Staub, diesen Hausstaub auf eure Haut. Und das wollen wir ja eigentlich nicht. Ich hoffe, dass ich jetzt euch einigermaßen das so erklärt habe, also wofür jetzt ein Synthetikapinsel gedacht ist oder ein Naturhaarpinsel. Das ist eigentlich ganz, ganz einfach. Für cremige Produkte nehmen wir Synthetikapinsel und für pudrige Produkte benutzen wir einfach Naturhaarpinsel, weil sich das einfach besser auftragen und reinigen lässt. In diesem Sinne, ihr Lieben, wenn ihr noch Fragen habt, bitte schreibt sie in die Kommentare. Ich beantworte sie euch liebend gerne. Seid gut zu euch wie immer und bis bald. Ciao.